Hallöchen und herzlich willkommen hier zurück auf dem Traincraft Community Server. Freut mich außergewöhnlich, dass ihr wieder mit dabei seid. Und in der letzten Folge hatte ich euch versprochen, dass wir hier mal die Updates von Traincraft angucken, die dazugekommen sind. So, da sind wir. Es sollen nämlich ein paar neue Züge dabei sein, die ich selber noch nicht kenne. Die Daylight war so das letzte. Das heißt, diese ist neu. Diese ist neu. Der Tender dazu ist neu, okay. Die BR ist neu. Die Daltic ist neu. Und die EWS ist neu. So, EWS Class 66. Okay. Was für eine Art Zug bist du? Hallo? Du bist ein... Hallo? Hä? Ist jetzt R hier doppelt belegt oder was? What? Moment, können wir auch anders herausfinden. Ist ein Dieselzug. Schön, schön, schön. Man kann sie hier umfärben. Wir nehmen mal Black. Black Dye müssen wir doch irgendwo am Rumflitschen haben. Keramik Dye? Gibt's kein normales Black Dye? Nicht mal grau, mir egal. Ja. Geht nicht! Egal. So, weiter geht's. Die EWS hatten wir. Dann kommt die BR-105. Ebenfalls ein Dieselzug. Kann man irgendwie. No other colors available. Man sollte vielleicht auch mal den Chat unten lesen. Ja, das passt. Das passt. Schön. War der Electric? Sorry, der war Electric. Ich habe nicht richtig gelesen. So, die Deltic ist Diesel. Oh. Oh, ein großer, schöner Zug, beziehungsweise eine Lokomotive. Gefällt mir. Kann ich die umfärben? No other colors available. Raus hier. Schön, 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 schön. Ach, das ist herrlich zu sehen, was hier alles dazukommt. Okay, ist das was Eigenes? Die müssen hier nämlich mal zusammengebaut werden. Und ja, dass die Traincraft-Entwickler doch so noch dran sind, beziehungsweise auch immer wieder Neues bringen und gleichzeitig auch an der Portierung für 1.10 arbeiten, das ist schon echt cool. Alter, Finn, ist es den groß. Duchess of Hamilton. Cool. Kann man dich färben? No other colors available. Okay. Schön, die gefällt mir wirklich sehr gut und die hat auch einen Tender. Schwupp. Oha. Oha. Da kriegt man einiges unter. Definitiv einiges. Cool. Gefällt mir. Duchess war Herzogin, oder? Bin ich mir relativ sicher. So, da ich sowieso gerade nichts färben kann. Und noch die Class 85 Electric. Ja, schnuffig, kleiner Zug. Schön. Wieso sage ich eigentlich immer Zug? Das ist eine Lokomotive. Ah, ich sollte mal aufhören hier aufzunehmen. Ich bin ja schon viel zu müde, aber was soll's. Die Sucht, die Liebesucht. Wie immer, wie immer, wie immer, wie immer. Zudem sollen wohl auch ein paar Bugfixe mal wieder reingekommen sein. Was immer sehr, sehr gut ist. Es ist immer ein bisschen ätzend, wenn man bei Spielen und bei Mod-Projekten und lauter solchen Sachen immer nur mehr, 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 mehr macht. Aber die Fehlerchen nicht ausbügelt. Gibt es auch ein paar etwas unrühmliche Early Access. Ja, Perlen nenne ich es mal. Wo dann wirklich die ganze Zeit nur nachgefüttert wurde, aber um die eigentlichen Probleme hat man sich nicht gekümmert. Oder kümmert man sich nach wie vor nicht so wirklich. Wie zum Beispiel auch in Minecraft. Lassen wir das. Dass Minecraft kein Performance-Wunder ist, ist, glaube ich, allgemein hin bekannt. Ist eigentlich alles auf dem Server. Ui, wir sind nur zu dritt. Okay, so spät ist es doch noch gar nicht. Ah, Trainser. Trainser ist mit am Stissel.
Komm, guck mal, wer alles da ist. Ist er dabei? Nice. Alter, ich hasse meine Nase gerade, die juckt. Als würde da drin so ein Käfer sitzen und die ganze Zeit reinzwicken. Scheiß Nasenkäfer. Wird es sowas gibt. Ich hoffe nicht. Und wenn wir ihn nicht haben. Jetzt ziemlich viel Wand, was ich hier wegmachen muss. Was soll denn das? Wo bin ich denn überhaupt schon? Von hier aus, 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 von hier aus. Müsste es eigentlich gehen. Tja, schön. Nice. Dann können wir hier nämlich die nächste Kurve einplanen. So nämlich. So, Abend, Erik. Und hier dann mal nach vorne so langsam ziehen. Ja, jetzt muss ich mir erstmal wieder die ganzen Blöcke hier zusammen wurzeln, die ich brauche. Das da brauche ich. Das da brauche ich. Das da brauche ich. Das da brauche ich gerade nicht. Das da brauche ich. Dann brauche ich das da. Nimm die Schiene. Nimm die Schiene. Danke. Okay, dann kann es weitergehen. Okay, wenn wir hier die Kurve machen, ist das dann so anzuschließen. Dann zwei, dann das da so. Und die Frage kam auch ein paar Mal. Jeder darf hier auf Imperia auf dieser Strecke hier mit seinen Zügen fahren. Dürft ihr. Gar kein Problem. Dafür baue ich den nämlich. Man ist ja nicht davon abhängig, dann eine Ausbildung zu machen, sondern man kann hier schlicht und ergreifend einfach seinen Zug sich unter den Hintern schneiden und loslegen. Das war mir sehr wichtig hier. Okay, ich brauche die nächsten Asphaltblöcke. Asphalt. Ja. So. So. Ja, es tut mir gerade auch ein bisschen leid, dass ich nicht so viel auf dem Chat auf dem Server, Alter, eingehe. Ja. Bin gerade ein bisschen hier am abgelenkt sein und vor mich hin arbeiten. Auch neulich, wo ich die Strecke da unten gebaut habe, habe ich ja eigentlich nur nebenbei gebaut. Hauptsächlich war eine Serie am Laufen und ja, ich habe einfach mal so ein bisschen vor mich hingewuselt. Und dann kam ziemlich viel Strecke bei raus, war ich glücklich. So, ich brauche mir gleich da. Dann holen wir uns mal mit World Edit die entsprechenden Blöcke hier rein. Schön. Oh, Nase, ich hasse das. Deine juckende Existenz. Ich hasse sie. So. Einen Moment, kurz, bitte. Oh. Alles gut, sie ist noch dran. Sie ist noch dran. Hand tut nicht mal so weh. Ich habe mir da nämlich gerade, wir haben da ein bisschen am Zaun rumgebastelt und ja. Es fehlt etwas Haut, sagen wir mal. Gerade bei den Aktionen draußen und ja. Aber tut nicht weh, passt. Dann ist alles gut. Bei meiner Wundheilung ist es morgen sowieso wieder alles erledigt und kein Mensch sieht, dass da irgendwann mal was war. Schwupp. Okay, da muss ich noch ein bisschen weiter rein. So. Okay, dann sind wir hier schon mit der Strecke eigentlich relativ weit. Mein Ziel ist es, ich gehe hier raus, hier durch, da durch. Da könnte man hier komplett durchbuddeln, also hier geradeaus durch und dann hier hinten drüber, weil auf dem Wasser werden keine Grundstücke sein. Dann geht es hier nach hinten, komplett an den Grundstücken vorbei, hier unten kommen dann nochmal welche hin. Dann hinter diesen Gebäuden nach rechts in den Berg, wo der Anfang der Strecke ist und dann sind wir hier durch. So der Plan der Museumstrecke. Jo, ich hole ich das. Dieser Berg ist einfach cool. Der schaut so richtig aus, als wäre er durch ein Erdbeben oder durch sonst irgendwas in zwei gespalten worden. Ich mag diesen Berg sehr. Wenn mir den wieder eine abträgt, dann finde ich raus, wer das war. Du.
So, jetzt müsste ich aber eigentlich noch. Wurzel die hier mal so rein. Das muss jetzt erstmal reichen. Muss erstmal reichen. Wenn ich. Warte mal. Wenn das dann noch weg ist, kann ich mit World Edit nämlich schon mal wieder ein bisschen was schön machen. Nämlich hier. Da ist die Höhe bis da. Und wir machen mal wieder die allseits beliebten Brickies rein. Okay, das passt. Und von da bis... Das können wir mal ganz nach oben machen. Da machen wir jetzt aber ein Replace, weil wir keine gerade Linie vorne haben. Und das Ding kann da eigentlich mal weg. Bin im Überlegen, ob ich das hier befestigen möchte, aber ich glaube gerade nicht. Ich will jetzt erstmal gucken, wo ich rauskomme und wie weit ich hier nochmal durch den Berg budeln muss. So, einmal so, einmal so. Und dann düsen wir hier einmal quer durch das Gebirge. Ich kann blöderweise diese Asphaltblöcke nicht mit World Edit setzen, weil der mir immer die Ausrichtung versaut. Du ist das zwangsläufigerweise mit den Fingers zu machen. Ja gut, das geht jetzt ja eigentlich von der Entfernung her. So, World Edit hier. Einmal Linksklick, einmal Rechtsklick, dann auf den Block, den man haben möchte. Es wurde nämlich auch gefragt, wie World Edit funktioniert. Damit habe ich jetzt von hier bis zu dieser Koordinate das Viereck gezogen. Das kann beliebig groß sein. Und dann könnt ihr sagen, mit Replace würde jeder Block ersetzt. Das heißt, ihr behaltet die Struktur. Ihr könnt aber auch ganz einfach sagen Set. Und dann vielleicht nochmal gucken. 7:1.8. So. Die ID dann ein. PDF. Creeper, was machst du? Schrotte dir einfach seine Lokomotive hier. Wo es immer Probleme gibt bei World Edit ist, wenn man eben Blöcke nimmt, die von der Ausrichtung her nicht nur eine Variante bieten, sondern mehrere. Das ist bei diesen Road-Dingern da. Und ja. Die sind da ein bisschen kacke so zu setzen. Wenn ich die mit World Edit mache, sehen die nämlich alle so aus. Und das bringt nichts. Hab ich auch schon getestet. Aber gerade für solche Projekte wie hier ist es unglaublich wichtig, hier World Edit drauf zu haben, weil da wirst du sonst nicht mehr froh. Der Creative bringt schon einiges, aber mit World Edit ist man doch nochmal eine ganze starke Spur schneller. Man kann ja zum Beispiel auch kopieren und wieder einfügen und sowas. Ganzen Bereichen. Och nö. Hat er nicht auf seine Pferde aufgepasst? Unbelievable. So. Sad face. Dann muss jetzt das Glas hinein. Okay, das Glas könnte ich dann auch mit World Edit wieder setzen. Oh. Gut, aber World Edit gibt es auch viele Tutorials dazu. Und ja, ist ein echt sehr, sehr hilfreiches Tool, besonders wenn ihr so einen Server macht. Dann kriegt man damit relativ schnell Sachen hin. Kann auch ganze Häuser kopieren und sowas. Ja. Gibt es viele Möglichkeiten. Na komm.
einmal durchgezogen. Und dann war es das schon so wieder langsam von dieser Folge hier. Ich zeige euch nochmal einen anderen Befehl. Ihr könnt nämlich auch ausschneiden. Das heißt, ich habe jetzt die eine Koordinate hier genommen. Dann nehme ich die andere Maximumkoordinate hier. Sage Cut und es ist das Ding weg. So schnell, so einfach erspart man sich das ganze Geklopfe. Was ich nicht weiß, ist, ob die ein Block-Update kriegen. Sprich, wenn da oben Sand ist, dass der dann runterrieselt oder ob er bleiben würde. Müsste aber eigentlich runterrieseln. Schön. Schwupp. Und schwupp. Da brauchen wir wieder den Replace-Befehl, sonst würde sich das komisch am Schluss auswirken. Zack. Schön, wird auch langsam. Dann noch die Beleuchtung und die Gleise und dann sind wir hier eigentlich soweit mal durch. Dann ist ja nämlich die Museumstrecke gleich ein ganzes großes Stück weiter. Und das finden wir doch alle superst, finden wir doch das. Besonders da hier, jeder, ich erwähne es nochmal, jeder fahren darf. Jeder, der ein Züglein hat, darf hier drauf fahren. So eine strange Musik hat hier wieder irgend so ein Radio seinen Betrieb aufgenommen. Sind ja ganz nett, aber zum Aufnehmen ist es kacke. Dann kann ich nämlich schon wieder nur die Sekunden zählen, bis wieder irgend so ein komischer GEMA-Claim kommt. Da habe ich keinen Bock drauf. Schupp. Schön, zack. Drum müsst ihr aufpassen, wenn ihr selbst Musik verwendet. Auch wenn die auf YouTube verfügbar ist, heißt es noch lange nicht, dass die nicht urheberrechtlich in irgendeiner Weise geschützt ist. Wenn zum Beispiel der Interpret ein Label hat, dann ist es meistens so, dass die Musik nicht frei verwendbar ist, sondern einem Copyright unterliegt. Drum jedes Mal immer ganz genau darauf achten, was ihr denn so verwenden wollt. Shit. Wenn ihr falsch Sachen gemacht habt, dann macht ihr das. Und dann das. Dann funktioniert wieder alles. Der Undo-Befehl ist extrem wichtig, besonders bei solchen Nasen wie mir, die da doch mal ganz gerne ja, komische Sachen machen. Hier müsste 10 sein, denke ich mal. Bin mir relativ sicher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Warum hat er jetzt gerade einen Block gefehlt? 1, 2, 3, 7, 8, 9. Und zu guter Letzt noch hier. Der da, warum war der weg? Where have you gone? Schön. Gut, jetzt sind es eigentlich nur noch, ein paar Schönheitsreparaturen, um das hier noch ein bisschen ansprechender zu gestalten. Aber die Bahn an sich verläuft jetzt deutlich weiter. Man hat auch die Beleuchtung, dass nicht immer gleich irgendwelche Kackbratzenviecher hier einen das Leben schwer machen. So, und das setzen wir hier mal so ein bisschen dran. Hier brauche ich jetzt ein Set, weil sonst würde der mir hier, ne, ich brauche ein Replace erstmal. Ich hatte hier jetzt halt unten einen Block weitergenommen. Wenn ich jetzt Set gemacht hätte, wäre die ganze Decke eins tiefer gekommen. Wobei die hier sowieso ein bisschen zu tief ist. Die hier ist höher. Aber mal sehen. Ein bisschen Abwechslung schadet auch nicht. Okay, cool. Wird so langsam. Er stürzt ins Verderben. So, das wird jetzt ein bisschen hässlich werden.
Dann auf der Linie hinter, okay. So. Und jetzt genau geradeaus hinterfliegen. Das geht garantiert wieder schief, ich kenne mich. Ich kenne mich zu gut für sowas. Besonders, dass die Höhe nicht mehr passt. So, bis hierhin würde es passen. So, wir sind auf Höhe. Müsste sitzen, oder? 282? Ne, 84 ist es. Sorry, 84. Ich verwechsel das immer. Jo. Jo. Mal gucken. Wir müssen wieder auf 84 hoch. 87. 85. 84. Passt. So, das heißt... ich müsste doch irgendwo den da haben. Nee. Aber fast. Aber fast. So, wir sind weiterhin auf der... Sind wir weiterhin auf der 84? Ja, so ungefähr. Das heißt, wenn ich den hier nehme... Ups. So, jetzt sind wir doch hier back to business. Nice. Okay, dann können wir das jetzt geradeaus nach hinten durchziehen. Oh, das ist ein bisschen Klopselarbeit, aber ist nicht weiter schlimm. Oh, schon 22 Minuten die Folge. Na, was soll's. Gönnen wir uns mal ein bisschen was. Dann können wir nämlich schon mal zumindest das Gleis hinlegen, auch wenn dann die restliche Bahn noch nicht ganz fertig ist. So. Hier bin ich ja entfernt davon. Ja, passt. Wir dürften uns jetzt halt eigentlich nicht mit irgendwelchen Grundstücken überschneiden. Das möchte ich nämlich tunlichst vermeiden. Alter, wie lange ist denn das? Ja, komm, tja, ups. Schön, das heißt, jetzt können wir hier anklopfen. Gut, ich verabschiede mich jetzt aber mal von euch. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns natürlich das nächste Mal hier wieder bei Traincraft. Ja, macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.